Hallo meine Wolfis, zur nächsten Situation im Leben eines Moderators. Ja, als Moderator bekommt man häufig an den Kopf geworfen, so, nee, früher war der Server viel besser, heute ist der voll scheiße, das ist voll Mainstream, blablabla. In manchen Dingen kann ich nachvollziehen, dass der Server früher besser war, in einigen aber auch nicht. Und ich habe mir überlegt, ich mache dann heute mal ein Server früher, Server heute, wie ich das empfinde. Und ja, wie ich eben schon sagte, einige Dinge waren früher vielleicht besser als heute. Aber so im Großen und Ganzen, finde ich, hat es sich doch eher zum Positiven geändert, als so, wie es früher war. So, und ich habe mir so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Der erste Stichpunkt ist, früher gab es weniger Spieler. Ja, was zur Folge hatte, dass man sich kannte und gerade in der Community, wenn man dann abends da draufgegangen ist, ja, dann waren irgendwie alle wie eine eingeschworene Familie und wenn wer Neues draufkam, den man nicht kannte, dann gab es einmal die Fraktion, die dann draufkam, die sich nur umgesehen hat und nichts geschrieben hat. Und dann gab es halt die Neuen, die geschrieben haben und die wurden dann ja in diese Gruppe integriert, sag ich jetzt mal. Und dieses Familiäre ist mehr oder weniger in der Community auch noch. Aber ich finde, es ist eher Grüppchenbildung als im Vergleich zum früher, wo es eher eine große Gruppe war. Heute hat man halt die, die sich unterhalten, die Roleplayer, die Jump'n'Run still und leise machen, ohne was zu wollen. Und die, die in die Community kommen, um Fragen beantwortet zu bekommen. Wo halt ihren Support suchen. Support früher in der Community habe ich irgendwie nie gesehen. Ich glaube, Support, Community, das war dann noch nicht so, eins. Da war Support eher gerade für die Premium-User in der Lobby geboten. Aber sonst, keine Ahnung, da gab es den Teamspeak. Was halt auch ein Nachteil dazu ist, dass es weniger Spieler gab, ist zum Beispiel, dass man damals gerade abends, wenn, ja, da hat eigentlich schon 8 Uhr gereicht, wenn nicht gerade Ferien waren, sind die Runden nicht mehr voll geworden, weil der Großteil der Spieler damals schon in dem Alter war, wo die einfach dann ins Bett mussten oder zu Abend gegessen haben oder noch was mit den Eltern gemacht haben. Was halt bedeutet hat, dass man, wenn man da spielen wollte, verdammt lange gebraucht hat, ehe überhaupt mal eine Runde voll wird. Und im Vergleich heute dazu, da werden auch abends Runden noch voll, nicht in jedem Spielmodus, aber in vielen, gerade in den meistgespielten, werden die Runden noch voll. Ja, dieses Familiäre hat sich dann auch irgendwie auf die Spielmodi übertragen, denn es gibt jetzt so eingefleischte Survival-Games-Gruppen und Bedwars-Gruppen. Das war früher meiner Meinung nach nicht so extrem. Das war eher so komplett auf den Server ausgelegt. So, du bist drauf gejoint und dann gab es so, ja, dann gab es, entweder kanntest du die Leute, weil die schon echt lang dabei waren, oder es waren halt Newcomer, die man integriert hat. Verhältnismäßig, nächsten Punkt, gab es früher weniger Spielmodi. Zu meiner Anfangszeit gab es nur die Jump'n'Runs in der Lobby, beziehungsweise in der Community. Survival Games, weil das so der Startspielmodus war. Dann kam mit der Zeit Mein Mafia dazu. Das war anfangs nur für Premium-Spieler spielbar, weil das so eine Testversion war. Und Paintball gab es. Und ja, das war's eigentlich. Und ich fand früher so, wenn man sich nicht auf einen Spielmodus fixiert hat, dann wurde es echt schnell langweilig. Weil man halt nur Survival Games zur Verfügung hatte im Prinzip. Ausweichend dazu halt dann irgendwann Paintball und die Community und die Community ist ja nur für, das war ja nicht zum Spielen so an sich, sondern eher so zum Talken gedacht. Also genutzt, gedacht war es vielleicht für was anderes. Aber ich fand, dadurch ist damals so, es ist so relativ schnell langweilig geworden. Und heute hat man ein bisschen mehr Abwechslung im Bereich der Spielmodi, aber meiner Meinung nach ist die Lobby mittlerweile so voll oder gerade dieser Kompass so voll, dass man vielleicht, wenn man neu auf den Server kommt, erstmal erschlagen wird und überfordert ist.
Und im Vergleich dazu war es früher vielleicht einfacher, wenn man auf den Server gekommen ist und man hatte wenig Auswahl, dann konnte man sagen, okay, ich teste jetzt erstmal das und dann das. Und jetzt ist es so viel, dass man vielleicht, ja, Anfang da steht und denkt so, boah, okay, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich weiß nicht, wie es geht. Und dann erstmal dahinter zu steigen, wie es geht, ist vielleicht auch nicht so einfach. Dafür hatte man früher, wenn man in einen Spielmodus gejoint ist, außer ich glaube bei Survival Games, ich glaube, da gab es das nie, ein Buch, in dem die Regeln des Spiels standen. Es gab zum Beispiel bei Mine Mafia, glaube ich, einmal ein Regelbuch und einmal ein wie funktioniert der Spielmodus Buch. Und danach gab es, glaube ich, eine Schilderwand, wo man das nachlesen konnte. Und das gibt es heute nicht mehr, wodurch vielleicht Newcomer etwas überfordert sind, wenn sie es nicht gerade durch YouTube kennen. Ja, als nächsten Punkt habe ich, dass es früher kein direktes Forum gab und keine direkte Homepage, meine ich zumindest, außer die Seite, wo man halt Premium kaufen konnte, zum Server an sich. Es gab halt das DE-Forum, was eigentlich ein Fanforum von Gomme selber war, welches aber dann auch als Serverforum mitgenutzt wurde. Wenn man Fragen zum Server hatte, musste man die darstellen, weil man sonst nicht unbedingt an eine Lösung kam, wodurch das Reporten echt schwierig war, weil es gab nicht so wie jetzt so einen Report-Bereich, sondern du musstest einem Teammitglied in einer Unterhaltung schreiben, was du reporten wolltest mit den dazuliegenden Beweisen. Ja, und wenn du Pech hattest, ist dieses Teammitglied nie mehr online gekommen. Oder war im Urlaub oder so. Und dann war das echt schwierig. Andere Möglichkeit war damals, dass man in die damals noch vorhandenen, also es gibt jetzt auch Support-Channel in TeamSpeak, aber nicht mehr in der Weise, wie sie damals waren. In der Weise, wie sie damals waren, konnte man nämlich auch Server-Support erlangen, welcher dann ja Anfang 2015 abgeschafft wurde. Und im Vergleich heute hat man das Forum, wo man sich austauschen kann über diese Off-Topic-Gruppen oder die Diskussionsgruppen oder über einzelne Spielmodi in den Untergruppen. Dann kann man Reports einsenden, Entbannungsanträge einsenden, Bugs einsenden, man kriegt Fragen beantwortet, was früher gar nicht so einfach war, weil diese Kontaktmöglichkeit so gar nicht gegeben war. Wenn man auf dem TeamSpeak wirklich eingefleischter User des Servers war, dann hatte man auch den Kontakt zu den Teammitgliedern, aber sonst ist man da echt schwierig dran gekommen, weil die Support-Server waren zwar da, aber die Nutzung war jetzt nicht so das, was man unter Support verstand. Ich weiß nur, das allererste Mal habe ich zum Beispiel 1,5 Stunden darauf warten müssen, dass überhaupt jemand kam. Und dieser jemand, der dann kam, war noch nicht mal ein Moderator, sondern war damals ein Admin, der mir geholfen hat. Und im Vergleich zu heute kriegt man da vielleicht doch schneller Support im Forum, über Twitter, über, ja, selbst den Server in der Community. Ja. Das nächste, was ich habe, ist, mit der wachsenden Größe eines Servers kommen natürlich auch mehr Hacker. Und diese Hacker, gab es früher auch, durchaus. Ich habe einige gesehen in meiner Zeit auf diesem Server. Und meiner Meinung nach gibt es natürlich mehr Hacker jetzt, als es früher gab. Aber proportional gesehen zur Spieleranzahl, die täglich auf diesem Server joint, im Vergleich zu früher, waren es damals meiner Meinung nach mehr Hacker. Ich habe da jetzt keinen Einblick in die Zahlen von damals und heute und in welcher Relation, also Einblick in die Zahlen mit Relation zu der Spielerzahl, da habe ich keinen Einblick rein, aber so von dem Gefühl her sind es damals bei weitem mehr Hacker gewesen als das, was wir jetzt haben. Und die Leute, die sich darüber beschweren, ich habe in jeder zweiten Runde einen Hacker, die hätten mal damals spielen sollen. Da konntest du kein Paintball spielen, ohne dass in einer halben Stunde wirklich 4 oder 5 da waren. Und ehe die dann mal gebannt waren, das hat noch länger gedauert als jetzt. Und ich finde, jetzt geht's doch echt schnell. Aber dieser Punkt ist eher Ansichtssache. Ich habe, wie gesagt, keinen Einblick in die Zahlen und weiß nicht, wie genau sich das in der Relation befindet. Aber es ist halt meine Meinung dazu. Ja, der nächste Punkt ist wieder etwas, wo sich einige drüber, nicht beschweren, aber was sich viele wünschen. Da weiß ich nicht, wie es in anderen Spielmodi war,
Aber in Mein Mafia war es so, und da war ich nicht ganz unbeteiligt mit dran, dass es in der Top 5 ja, Nickrechte für diese Top 5 gab. Denn wir waren damals mit einer Freundesgruppe so, dass wir, ich glaube, Platz 2, 3, 4 und 5 belegt haben. Und ich glaube, 7, 6, 7 und 8 auch noch. Und damals war es dann so, dass sobald der Kopf angezeigt wurde, wurdest du angegriffen, damit du diesen anderen, der dich angegriffen hat, tötest, damit du Karma verlierst, damit du ja nicht mehr unter den Top 5 bist. Und du konntest diese ganzen Stats auch auf der Homepage einsehen, wo du auch Premium kaufen konntest. Und da gab es, glaube ich, bis zu Platz 20 von jedem Spielmodus die Top 5, die Top-Listen. Ja, und dann gab es Target. Und dann haben wir irgendwann die Anfrage dazu gestellt, ob es vielleicht möglich wäre, der Top 5 in Mein Mafia das Nick-Plugin zu geben. Und wir haben das damals tatsächlich bekommen. Und so ist unter anderem auch der Name von dem damaligen Moderator Kissenschlacht-LP entstanden, weil er damals sein Lieblingsnick war Kissenschlacht und er hat dann seinen zweiten Account Kissenschlacht-LP genannt deswegen. Ja, was früher auch gut, sag ich mal, unterwegs war, waren diverse Bugs und Probleme, welche man halt auch nur über das DE-Forum, oder das war zumindest meine Sicht dazu, nur über das DE-Forum und den TeamSpeak reporten konnte. Und eh dann so ein Bug mal behoben war, gerade in meiner Meinung nach, oh, hat es noch viel länger gedauert als jetzt, weil diese Reports nicht beim Team ankamen, hatte ich so im Gefühl. Denn es gab ja auch nochmal differenziert ein DE-Forum-Team, welches so an sich gar nichts mit dem Server-Team zu tun hatte. Das heißt, die haben das gelesen, haben es vielleicht auch weiterleiten wollen, aber es ist nicht da angekommen, wo es hin sollte, wodurch einige Bugs damals wirklich durchgehend da waren. Und jetzt ist es so, dass wenn Bugs reported werden, die auch beim Team ankommen und demnach weitergeleitet werden. Ob sie dann bearbeitet werden oder nicht, liegt dann halt nicht mehr bei uns im Ermessen. Da kann ich leider nichts zu sagen. Dafür sind wir nicht zuständig, sondern eine andere Abteilung des Teams, und zwar die Entwicklungsabteilung. Aber sie kommen zumindest da an. Ob sie damals da angekommen sind, weiß ich nicht. Aber der Eindruck von, es wird nicht bearbeitet, ist wahrscheinlich damals wie heute ähnlich bis gleich. Und in der Zeit damals, was ich jetzt so als damals bezeichne, fing es an, dass ja, Gomme die User getrollt hat. Auf verschiedenste Art und Weisen. Und er hat, wenn er eine Runde gespielt hat auf seinem Server, diese meist nicht genickt gespielt. Und Target war damals auch nicht, ja, in Mein Mafia war es groß vertreten. In Survival Games weiß ich es nicht, aber so in anderen Spielen auch nicht wirklich Target vertreten. Ja, früher war es halt eher so, dass Gomme, wenn er gespielt hat, nicht genickt gespielt hat und viel mehr mit der Community agiert hat, als dass es jetzt tut. Oder generell mit der Community des Servers. Und allgemein war es früher so, dass es weniger YouTuber gab, also weniger, die den Rang des YouTubers hatten. Dafür eher Leute, die auch einen gewissen Bekanntheitsgrad hatten. Es gibt natürlich einige, ich weiß, dass AgroDunkel-LP damals mit seinem Kollegen, mit dem er den Kanal betrieben hat, dass die recht früh schon den YouTuber-Rang hatten. Aber ja, die YouTuber, die man getroffen hat, die waren dann doch schon eher bekannt als das, was man jetzt findet. Das liegt aber auch an der allgemeinen, ja, an der YouTube-Szene von damals. Weil da war es dann halt so, dass man ab, keine Ahnung, 5000 Abonnenten war man damals schon groß. Und wer jetzt 5000 Abonnenten hat, der ist im Prinzip immer noch ein Anfänger. Und ja, demnach gab es halt früher wirklich weniger dafür Bekanntere, aber man hatte weniger, ja, wie sage ich das jetzt? Es gibt jetzt Premium Plus. Für die YouTuber, die vielleicht anderen Content machen, als den der Server sich wünscht. Für den YouTuber-Rang und für die Leute, die halt nicht komplett den Anforderungen entsprechen.
Und das gab es damals nicht. Wer den Anforderungen nicht entsprochen hat, der hat auch nicht die Möglichkeit gehabt, irgendwelche Sonderrechte zu kriegen. Und in diesem Fall ist es gerade für solche Leute einfacher geworden. Auch wenn die Zahlen vielleicht jetzt für viele utopisch sind, wobei halt 25.000 in den heutigen Zeiten nicht so viel ist. Ja, das sind jetzt so die Punkte, die ich mir rausgesucht hatte. Wenn ihr mehr Punkte habt im Vergleich früher wie heute, dann schreibt die mir und vielleicht mache ich sogar noch einen zweiten Teil dann daraus. Ja, wie ich am Anfang schon sagte, zusammenfassend kann man sagen, es gab damals positivere Dinge im Vergleich zu jetzt, aber meiner Meinung nach ist der Server, so wie er jetzt ist, um einiges besser, als er damals war. Vielleicht nicht unbedingt aus der Community-Sicht, also der Gemeinschaft, wie sie damals war im Vergleich zu jetzt, aber im Vergleich zum Beispiel Plugins sind besser gecodet, man hat eine größere Auswahl, auch wenn sie vielleicht im ersten Moment zu erschlagend sein sollte. Die Qualität der Spielmodi ist um einiges gestiegen. Sie sind moderner, sage ich jetzt mal. Und natürlich, in ein, zwei Jahren sind sie vielleicht nicht mehr modern und wurden umgecodet und neu gecodet und sind dann moderner. Das heißt, das ist natürlich eine stetige Neuentwicklung, die positiv ist, meiner Meinung nach. Und deswegen befindet sich der Server meiner Meinung nach jetzt im Vergleich zu früher und vielleicht in ein, zwei Jahren im Vergleich zu heute, ja, finde ich ihn besser, weil er sich weiterentwickelt hat. Viele sehen es anders, das liegt aber wahrscheinlich dann auch eher an Minecraft-Versionen und so ein Kram. Ja, aber in dem Video geht es ja um meine Meinung und das ist meine Meinung. Und ja, ich würde sagen, dann verabschieden wir uns mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.